Arbeit angehört. Und dann wurde das während des Laufes Mittelreichs, besonders an den engen Stellen, wurde es auseinandergebaut. Das Thema der Ausstellung ist eigentlich das Ineinander von Romantisierung und Industrialisierung des Rheines. Das findet zeitgleich statt. Auf dem Wasser haben wir die ersten Dampfschiffe, also Hightech der damaligen Zeit, am Ufer die Eisenbahn und oben über den Felsen, auf den Felsen die Ritterburgen. Die Ruinen werden wiederentdeckt oder es werden neu-alte Ritterburgen frisch entworfen und gebaut im gotischen Stil. Also dieses eigenartige Phänomen, durch die Industrialisierung wird der Rhein in den Griff genommen. Die Rheinbegradigung geht ab 1817 los. Der Rhein wird sozusagen die deutsche Herzensangelegenheit aus verschiedenen Gründen. Zunächst mal gibt es historisch Vorläufer des Tourismus, Lord Byron, die Engländer leisten sicher wertvolle Vorarbeit für die Romantisierung des Rheines, also auch die Kultivierung eines Blickes auf die Landschaft. Heute ist der Mittelrhein natürlich UNESCO-Weltkulturerbe, aber sozusagen das auch als Emotionslandschaft, als Gefühlsziel aufzubauen. Da bedarf es doch einiger Literatur und vor allen Dingen Malerei. Das ist sicher ein Faktor, der wichtig ist. Und der andere Faktor, Preußen entdecken natürlich die Schönheit ihrer Rheinprovinz und sind natürlich ganz stark an der Umwandlung der Rheinlandschaft mit ihren Ruinen und Burgen in eine Residenzlandschaft. Der Rhein als eine romantische Landschaft, als eine Gefühlslandschaft, als eine besungene Landschaft, den kann man natürlich schnell als Kitsch verstehen. Es gibt auch das Phänomen, dass die Maler ganz exakt Burgen malen in wunderbarem Sonnenlicht, nur diese Burg hat es nie gegeben. Also der landschaftliche Komponierverein gründet sich in den 1820er Jahren, Düsseldorfer Malerschule, und das ist wirklich Komponieren. Die nehmen verschiedene Ansichten, setzen die zusammen. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist alles Kitsch, alles gelogen und mündet in übelsten Massentourismus. Unsere Ausstellung zeigt eigentlich etwas anderes, nämlich dass die romantische Rheinlandmalerei eine künstlerische Verlusttechnik ist. Das heißt, es wird ja auch in dieser Malerei etwas festgehalten, der Wille, mit Natur verbunden zu sein, ein urromantisches Gefühl. Und da bietet die Landschaftsmalerei der Rheinlandromantik einen Ort. Man muss sich vorstellen, vorher war Landschaft nur Kulisse. Vorne fand die Haupt- und Staatsaktion statt, die politischen Geschehnisse oder die mythologischen oder die Heiligen. Jetzt ist die Landschaft selber Bildheld. Und das ist schon auch künstlerisch und mentalitätsgeschichtlich ein ganz wichtiges Faktum. Und insofern behandeln wir hier im Museum die Rheinromantik nicht als Kitsch. Ja.
sehr zurückgegangen, ja. So normalerweise kommt immer warm. Das bin ich. Und trotzdem wieder. Und die Angeschichte, die zeigt ein bisschen das Thema.